Gladiator, das sage ich nicht oft zu jemandem. Ihr macht das blaue Team stolz auf euch, Kind. Jetzt geht hinaus und bringt jemanden um, bevor ich noch anfange zu heulen. Brauchst ein Tempo? Hör zu, der nächste Kampf ist ein Skandal, aber ich kann nichts dagegen tun. Ihr habt diesmal gleich drei Gegner und ihr müsst sie alle schlagen. Sie sind argonische Gefangene, die aus Schwarzmarsch hierher geholt wurden. Und ihnen wurde erklärt, dass sie euch nur töten müssen, um frei zu sein. Ich weiß nicht, welche Verbrechen sie begangen haben, aber hier geht es um euer Leben gegen ihre Freiheit. Die Wahl sollte wohl klar sein. Los jetzt und passt auf euch auf. Ja, ich sag ja, das gelbe Team immer mit seiner Extrawurst. Zwillingsschwestern, jetzt drei argonische Gefangene. Was kommt als nächstes? Und die drei jetzt alle nur mit blanken Fäusten. Das wird lustig. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Das Team hat mit einem geschickten Schachzug seinen Kämpfer durch drei argonische Gefangene ersetzt. Das verspricht interessant zu werden. Ja, bestimmt sehr interessant. Ein Schwertkämpfer, ein Bogenschütze und einer mit der Faust, oder? Nee. Ihr werdet mich nie besiegen. Etwas Besseres nicht zu bieten? Mehr könnt ihr also nicht. Jetzt halt um und verblutet. Also nicht. Oh Gott, ich habe die Orientierung verloren hier. Moment. Was ist los? Werdet ihr müde? Zeigt mir, was ihr da habt. Oh oh. Erbärmlich. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich laufe einfach mal, ohne irgendwo hängen zu bleiben. So, jetzt haben wir uns erstmal wieder ein bisschen geheilt. Da war es nur noch einer. Oh Gott. Ja, genau auf die 12. Volk ist Volk. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Das gelbe Team hat mich mit diesem Kampf überrascht. Drei gegen einen. Ich schätze, sie wussten nicht, mit wem sie sich da einlassen, hä? Gute Arbeit. Ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Na gut, das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Nach diesem letzten Kampf dürfte dieser Gegner die reinste Erholung werden. Ein Khajiit in schwerer Kleidung, wahrscheinlich mit einem Schwert. Damit werdet ihr schon fertig. Ja, das denke ich doch wohl. Also wenn ich damit nicht fertig werde, dann bin ich echt schlecht. Wenn der das Schwert nimmt, nehmen wir auch das Schwert. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Fast verspürt man Mitleid mit den Khajiiten des gelben Teams. Ist doch der Gladiator der Blauen ein Kämpfer, den ihr kennt und liebt. Sehen wir, wie sie sich schlagen. Na, jetzt wird über uns geschleimt. Auch gut. Ich glaube, jetzt mag ich den Moderator. Lasst es uns zu Ende bringen. Diese Arena wirst du nur totfallen. Verehrtes Volk, der Sieger steht fest.
bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt dieser Katze gezeigt, wessen Krallen schärfer sind, oder? Genau das habe ich erwartet. Hier habt ihr euer Gold. Jetzt geht euch säubern. Ihr seht grauenhaft aus. Ja, ich kämpfe auch schon die ganze Zeit ohne Pause. Was ist ein Gladiator ohne Arena? Also los jetzt und schlagt ein paar Schädel ein. Ach übrigens, noch ein Kampf und ihr werdet wieder erhoben. Dieser nächste Gegner ist ein Bretone. Er sieht ein wenig aus wie ein Stutzer, aber mit einem Schwert in der Hand ist er tödlich. Er hat mehr Erfahrung als ihr, also seid auf der Hut. Du weißt gar nicht, wie viel Erfahrung ich habe. Ich habe dem Kaiser Martin schon gut gedient, ich war bei der Dunklen Bruderschaft, bei der Kämpfergilde, bei der Magiergilde und bei der Diebesgilde. So viel Erfahrung kann der andere gar nicht haben. Hier läutet der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Ihr habt dafür gebetet und die Kämpfer haben dafür geblutet. Für einen Aufstiegskampf mit hohem Einsatz. Wollen wir sehen, wer das Zeug dazu hat, euer neuer Held zu werden. Verehrtes Volk, der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Tja, jetzt dürften wir ja schon wieder aufsteigen. Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Es ist schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Ihr steht vor einer Kraftprobe mit dem besten Mitglied des gelben Teams. Asura weiß, dass ihr das beste Mitglied des blauen Teams seid. Der erste Held aus dem gelben Team, euer erster Gegner, ist ein Kaiserlicher in schwerer Kleidung. Er kämpft mit einem Akaviri-Langschwert. Nur, dieser Typ war früher eine Klinge. Ihr wisst schon, einer von den Jungs, die den Kaiser beschützen. Er ist ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Haltet also euren Kopf unten. Bei den Klingen bin ich auch Mitglied, also von daher... Soll mich das jetzt irgendwie einschüchtern, oder... Hier läutet der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Ja, falscher Knopf leider. Falsche Taste. Warum sage ich eigentlich immer Knopf anstatt Taste? Ich muss euch mal irgendwie was anderes mal wieder bieten. Ja, Pfeiler habe ich keine mehr. Naja, nehmen wir einen Dolch mal wieder. Nun, wie zwei Helden in der Kampfgrube uns eine epische Schlacht bieten, die eines Liedes würdig ist. Kämpfer, beginnt! Ja, dann fang mal an zu singen, lieber Moderator. Uah! Verehrtes Volk, der Sieger steht fest. Und das war also eine so tolle ausgebildete Klinge, jo. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Einen Helden der Arena zu besiegen ist eine Sache, aber ein früheres Mitglied der Klingen? Ihr müsst von den Göttlichen gesegnet sein. Ihr seid ein Held, mein Freund. Diese Menschenmenge ist nur aus einem Grund hier, um zu sehen, wie ihr das gelbe Team vernichtet. Nun gebt ihnen, was sie wollen. Gut jetzt, Held. Der nächste Gegner ist ein Hochelfenzauberer, ein Meister in der Schule der Zerstörung. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Er benutzt einen verzauberten Schild, den grauen Aegis, der ihm einige magische Abwehr verleiht. Eure einzige Chance ist der direkte Angriff. Drängt nach vorn und gebt ihm keine Chance, einen Zauber anzubringen. Ich will nicht eure Asche aus der Arena fegen müssen. Das glaube ich dir, dann musst du ja arbeiten.
weil so gammelt er da den ganzen Tag rum und labert mit mir. Und ansonsten habe ich den hier noch nie was tun sehen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Klatscht in die Hände und erhebt eure Stimmen für zwei waghalsige Helden, die die Grundfesten der Arena erschüttern werden. Schließt die Tore. Na komm her, du. Oh Gott, ich sehe schon wieder nicht, wo du bist. Stirb. Okay, der Wirkung wurde widerstanden. Dann kriegst du das Schwert. Schlag doch. Etwas Besseres hat das blaue Team nicht zu bieten. Ich bin das Beste aus dem blauen Team. Kannst du nicht mal so schlagen, dass ich meine Blockenfertigkeit noch was aufbessern kann? Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Tja, da hat ihm sein magischer Schild auch nichts gebracht. Lasst mich ehrlich sein, Held. Mit den Siegen, die ihr schon in der Tasche habt, wusste ich einfach, dass dieser Elf keine Chance gegen euch hat. Hier habt ihr euer Gold. Ihr seid am Ende eines langen Wegs angelangt, Held. Dies ist das letzte Mal, dass ihr gegen das gelbe Team antretet, bevor ihr zum Meister erhoben werdet. Geht in die Arena und sorgt dafür, dass das Volk von Cyrodiil niemals vergisst, dass ihr das gelbe Team in die Knie gezwungen habt. Gut, jetzt ist es soweit, euer letzter Kampf gegen das gelbe Team. Ich schätze, sie haben sich das Beste für zuletzt aufgehoben. Die drei Besten, um genau zu sein. Ihr tretet gegen einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen und einen Zauberer an. Zwei Kämpfer aus den niedrigeren Rängen und dazu den Meister des gelben Teams davon. Wenn ihr alle drei besiegt, steigt ihr zum Meister auf. Ich weiß, dass ihr das schafft. Jetzt geht dort hinaus und zeigt allen, warum ihr an der Spitze steht. Ah, ein Augenblick, da ist noch etwas. Ich habe das Schweinekotelett in die Arena geschickt, um euch zu helfen. Er wird wenigstens einen von ihnen ablenken. Viel Glück! Das Schweinekotelett. Da in diesem Stall oder auch noch in einem anderen Stall war ein Wildschwein eingesperrt. Das ist das berühmte Schweinekotelett hier. Das wird uns helfen. Das wird jetzt neben uns stehen. Dann suche ich mir aber, damit ich noch mehr Unterstützung habe, direkt nochmal das Skelett aus. Na, sonst bringt's nicht. Sonst bringt das nicht viel. Ihr Hallo. Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ich präsentiere euch den Helden des blauen Teams. Kann dieser tapfere Kämpfer drei Gegner bezwingen und der nächste Meister werden? Finden wir es heraus. Natürlich schaffe ich das. Was denkt ihr denn? Ja, trefft euch gegenseitig. Dieser Kampf ist schon entschieden. Nein. Wenn er entschieden ist, dann nur zu meinen Gunsten. Mehr können wir. Boah. Bei Shenyi, wir haben einen neuen Meister. Hoch lebe das blaue Team. Siegreicher Meister, kehrt nun zum Schlachthaus zurück und meldet euch beim Waffenmeister. Gut gemacht. Tja, ich weiß, dass ich gut bin. Aber er hatte mal einen anderen Text. Wow. Ihr habt es geschafft! Ihr habt sie geschlagen, jeden Einzelnen! Wisst ihr, wie lange es dauern wird, bis das gelbe Team sich von diesem Schlag erholt haben wird? Ich habe die große Ehre, euch den Rang eines Meisters zu verleihen. Ihr habt es vollbracht! Ihr habt ihnen allen gezeigt, dass ihr einsame Spitze seid!
Naja, zumindest fast. Ihr seid bislang in normalen Kämpfen in der Arena angetreten. Aber da ist immer noch der Großmeister. Kind, ihr habt mehr Mut und Geschick. Ich glaube wirklich, ihr könnt gegen den grauen Prinzen antreten. Geht zu Isabel und redet mit ihr, wenn ihr glaubt, dass ich recht habe. Ja, du hast recht. Ich grüße euch. Wer in Shinys Namen seid ihr denn bitte? Also wenn ihr ein Zuschauer seid, dann begebt euch nach oben und sprecht mit dem Mann am Einlass. Hier gibt es verdammt nochmal nichts zu sehen. Und wartet, ich kenne euch. Ihr seid der neue Meister, nicht wahr? Ich glaube zu wissen, was ihr hier wollt. Aber lasst euch sagen, ihr macht einen großen Fehler. Der graue Prinz ist der beste Kämpfer, den die Arena je gesehen hat. Er kann nicht besiegt werden. Nicht von euch. Aber naja, es ist euer gutes Recht. Wenn ihr Agronak herausfordern wollt, nur zu. Er wohnt hier unten im Schlachthaus. Tut das, kommt wieder her und ich arrangiere euren Kampf. Gut.